General, die GBA hat sich in ihrer Festung verschanzt und droht mit dem Einsatz biologischer Waffen. Zum Glück haben uns die Chinesen ihre Unterstützung zugesichert. Wenn wir versagen, war alles umsonst. Die Terroristen haben sich in ihre letzte Festung zurückgezogen, General. Sie haben sich in ihrer Hauptstadt verschanzt und werden um jeden Meter kämpfen. Wenn sie diese Armee vernichten, ist der Krieg vorbei. Südlich von ihrer Position liegt ein verlassener chinesischer Stützpunkt, General. Wir dürfen die dortigen Einrichtungen nutzen. Einer unserer Ranger soll sie besetzen. Jawohl, und damit herzlich willkommen zurück zur letzten und alles entscheidenden Schlacht. Willkommen, Conquer Generäle. Wir stehen vor den Toren der Hauptstadt der internationalen Befreiungsgruppe, im Scharfschützen. Wir verbünden uns wohl mit den Chinesen, beziehungsweise haben jetzt die Möglichkeit, ein paar Sachen von denen zu bekommen, deren Basis einzunehmen. Schauen wir mal, wie wir da gleich reinkommen bei den Bösen. Wir haben eigentlich die Möglichkeit, alles zu bauen. Vielleicht fokussieren wir uns auch darauf erstmal. Upgrade aktiviert. Und was haben wir? Wir haben eine Kaserne, wir haben eine normale Basis, aber wir haben noch kein Panzer, keine Waffenfabrik. Genau. So, dann bauen wir die als erstes. Wir können ja mal... Habe ich das schon erforscht? Nein, noch nicht. Wir besetzen einfach mal hier so ein Jeep wieder. Will jemand mit? Ansonsten würde ich die gerne wieder so besetzen, wie ich es davor auch hatte. Und wir fahren einfach mal Richtung Süden. Einheit verloren. Ja, ansonsten schauen wir mal, wie das so klappen wird alles. Wir bauen Tomahawk, wir bauen Upgrade aktiviert. Dann können wir auch schon bald loslegen. Ein bisschen Aufklärung wäre nicht schlecht. Habe ich das jetzt nicht getan? Ich habe es nicht getan. Okay, dann haben wir halt so keine Aufklärung. Will jemand mit? Legen wir los. So, die Gebäude kann ich einnehmen. Und Chinesen-Technologie bekommen. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ich finde das... Es ist zwar immer ganz cool, mehrere Technologien zu haben, aber ich finde das mal so... Ja, was heißt aufwendig? Aber da muss ich mich um zwei Basen kümmern. Ich bin ja immer schon mit meiner leicht überfordert. Und mit leicht überfordert meine ich hart überfordert. Ja, muss ich nicht haben, oder? So, die will ich auf jeden Fall wieder haben. Ja, eins Scharfschützen brauche ich noch in Nüsse. Oder? Ja. Da musst du rein. Da kommt noch ein Scharfschütze rein. Paladin. Ansonsten haben wir ja schon hier jetzt eine recht solide Armee rumstehen, oder? Komm, das Radargerät, weil es mal ausfallen sollte. Wir gucken mal, ob die noch coole Spezialsachen haben. Eine Atombombe und sowas kann man natürlich immer benutzen. Die Gegner haben ja auch chemische Waffen. Ich denke mal, wir müssen auch noch mit dem Skat-Sturm rechnen. Mal abwarten. Ah, der steht da schon.
So, dann haben wir das auch wieder. Ich finde die einfach super, so wie sie sind, um da ein bisschen Verteidigung zu knacken. Und dann fahren wir gleich mal vor. Einheit verloren. Ja, Upgrade okay. aktiviert. Hacker sind cool. Propagandazentrale. Geld kann man nie genug haben. Dafür brauche ich erstmal eine Waffenfabrik. Dann basteln wir uns hier schnell eine Waffenfabrik noch hin. Reparieren können wir dann immer noch. Sache, die sammeln mir die ganze Kohle ein. Und wir schauen mal, was wir hier noch so haben. Und fahren mal Richtung Feind. Hier war der Berg, von wo aus wir gespitzelt haben. Sehe ich schon, ja. Einheit verloren. Auseinandersetzung. Oh, überstehen wir aber ganz gut soweit. Oh, hier so ein Stück Mauer kaputt schießen einfach irgendwie. Schauen wir mal. Immer bereit. Los geht's. Wir sind die Besten. Bin unterwegs. Will jemand mit? Oh ja. Hat reingehauen. Und hat reingehauen. Jetzt kommen sie schon aus lauter Verzweiflung und greifen uns an hier. Einheit verloren. Alles klar. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Warnung, Skatsturm geortet. Ja, damit habe ich nämlich gerechnet. Wir haben 8 Minuten Zeit, uns des Skatsturms zu erwehren. Die GBA hat einen Skatsturm gebaut, General. Ja. Wir müssen die Stellung zerstören. Schnell. Alles klar. Alles klar. Wir basteln uns hier ein Strategiezentrum. Und dann sehen wir zu, dass wir da irgendwie die... Warum hast du denn keine Panzer? Paladin-Panzer? Aladin-Panzer? Da ist der Skatstorm. Ja, wir könnten da durchkommen, wenn wir die Benzinbombe nochmal haben. 4 Minuten und 6 Minuten. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Wir haben 7000. Wir können auch gleich... GBA-Verbände in den Bergen. An alle Einheiten. Gleich geht's los. Okay. Konstruktion abgeschlossen. Naja, wir verschieben sonst unsere Einheiten noch. Große Pläne. So, dann knallen wir denen nämlich auch gleich unsere Superwaffen um die Ohren. Schön hier. Wenn nötig. Ja, die Scharfschützen regeln das. Hier ist Platz für fünf. Gut, da kann nicht viel schief gehen. Solange die... Oh, da tauchen die hier einfach auf. Solange die Dudes hier nicht auf die Idee kommen, uns einfach schneller weg... Zu wenig Geld? Ach komm. Ich baue überall. Alles klar. Wo kommt Geld? So, können wir hier eine Partikelkanone hin, den Rest vielleicht für diese UN-Pads und dann müssen wir mal hoffen, dass wir... GBA-Gangsystem geortet. An alle Einheiten. Vorsicht vor Überraschungsangriffen. Okay, Gangsystem. Einheit verloren. Einsatzbereit. Crusader-Panzer bereit. Warte, ach, wegen der Männer. Sammelpunkt bestätigt. Will jemand mit? Okay, wir lassen Energie uns niedrig. Na, das wollte ich vermeiden. Wir werden im Wohlstand leben. Was liegt an? Energieniveau niedrig, Mama. Also kriegen wir unsere Atomrakete nicht mehr vor dem Skatstorm gestartet. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das mit dem Luftangriff hinbekommen. Und gegebenenfalls uns hier durcharbeiten müssen. Strom ist wieder da. Wunderbar. Alles klar. Das war der Rang. Strom ist wieder weg. So ein Dreck. So, jetzt ja, ich weiß, ich bin voll der Reimekönig. So.
Ja, diese Dinger hier sind natürlich... Was, was, wo, was? Was war das? Was? Was haben die da umkaputt? Mein Strategiezentrum, ne? Shit. Hab ich hier einen German Kell irgendwo? Oder waren das meine Scharfschützen gerade? Mein Strategiezentrum gekillt, die Schweine. Neues Bauprojekt? Das wird schon. Will jemand mit? Legen wir los! Oh, da wollte ich euch doch gar nicht hinschicken. So, schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen durchbrechen können mit den Jungs. Einheit verloren. Legen wir los! Um gegen den Scud-Storm vorzugehen. Oh Gott, das ist euer Ernst. Upgrade aktiviert. Oh, ist das bitter. So, schauen wir mal, wie weit wir das hinbekommen hier. Einheit verloren. Drei Minuten Zeit noch. Upgrade aktiviert. Ja, wenn wir dazu gezwungen werden, hier schnell vorzubringen, dann kriegen wir das vielleicht sogar hin. Das tat weh. Einheit verloren. Das hätte nicht sein müssen, um ehrlich zu sein. Ja, das war dumm. Einheit verloren. Einheit verloren. Ach komm, Männer, ihr seid jetzt schon so weit gekommen. Ich muss das jetzt nicht nehmen. Und den Scud-Storm erreichen wir vielleicht nicht mehr. Dafür haben wir eine Partikelkanone, eine Benzinbombe vorher. Einheit verloren. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Das hätte nicht passiert. Die GBA-Verbände nähern sich der chinesischen Basis. Einheit verloren. Oh oh. Oh oh. Ich hab nicht aufgepasst. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Die Partikelkanone muss schießen. Leute. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Einheit verloren. Warnung, Scud-Sturm abgefeuert. Einheit verloren. Fick dich. Klar und deutlich.
Einheit verloren. Scheiße, ich habe echt nicht aufgepasst, ne? Und nichts, wovon wir uns nicht erholen könnten, aber trotzdem. Haben sie halt den Gegenangriff gemacht? Das ist manchmal halt, wie gesagt, die beste Verteidigung. Aber gut, wir sind insgesamt besser bei wegbekommen. Die haben auch ihren Scudstorm verloren. Müssen wir halt nur mal schauen, dass wir unsere Basis wieder einigermaßen aufbauen können. Und dann kriegen wir das schon wieder auf die Reihe. Basteln uns hier gleich ein paar Hacker noch irgendwo in der Ecke. Oh, die Atombombe ist auch ready. Na dann. Zeigen wir dir mal, was Warnung, das bedeutet. Warnung, Atomrakete abgefeuert. Ah, das sind unsere Scharfschützen. Ich lege das Fundament. Zu wenig Geld. Sehr schön, das klappt soweit noch. Also insgesamt sind wir besser bei weggekommen. Ich denke mal, wir haben jetzt auch ein bisschen Ruhe noch vor Einheit verloren. Angriffstechnisch, also ich weiß nicht, wie groß die Basis da bei denen da oben ist, aber boah, im Großen und Ganzen sollten wir ein bisschen Zeit gewonnen haben. So, schauen wir mal. Können die hier ein Webzentrum bauen? Nein, können diese hier nicht. Das wollte ich gucken. Das heißt, ich kann jetzt einfach so hier ein paar Hacker irgendwo hinbasteln. Was weiß ich? Hier hin zum Beispiel. Hauen wir erstmal das ganze Geld für Hacker raus. So. Was wir haben, haben wir. Geld kommt rein. Ich will noch so ein paar UN-Pads bauen. Kein System ist von mir sicher. Ja, ja, du bist ein fieser Hacker. Ich weiß. Wir haben große Pläne. Da liegen noch ein paar Gelder rum. Und dann haben wir aber unser Geld auch nachhaltig gesichert. Einigermaßen nachhaltig zumindest. Und was ich tun will, ist endlich mal da oben diesen... den hier wegmachen. Zu Befehl, Sir. Kein System ist von mir sicher. Was soll ich hacken? So, dann hätten wir das nämlich auch. Guter Untergrund. Guter Untergrund. Wir haben gleich wieder die Partikelkanone bereit. Knallen wir auch wieder direkt in die Basis dann bei denen rein, würde ich sagen. Zeigen wir es den Kerl. So, räumen wir da oben erstmal auf. So. Da unten kommen wieder Selbstmordattentäter, die kommen uns auch an. Einheit verloren. Panzerabteilung bereit. Jawohl, Sir. Zu Befehl, Sir. Dann zieht euch einfach wieder zurück. Einheit verloren. Sagen. Oh, da ist ja jemand sauer. Egal, wir haben hier ein paar Typen. Die klären das. Die Bros, die haben es nämlich drauf. So. Partikelkanone. Gucken wir mal, was wir jetzt für Schaden anrichten können bei denen. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Oh, das sollte doch was aussehen. Sehr schön. Einheit verloren. General, unsere Basis wird angegriffen. Oh oh. Autsch. Habe den Panzereinsatz. Ich schließe auf. Panzerabteilung bereit. Feuer. Oh oh.
Einheit verloren. Oh oh. Was? Alles klar. Das ist echt überstanden. Was gibt's zu tun? Gleich sieht es wie neu aus. Einheit verloren. So, dann hätten wir das alles. Es gibt immer einen Weg rein. Gut, 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 gut. Overlords am Start, da können wir gar nichts mehr machen. Ist eh nur noch eine Frage der Zeit. Wir haben ja schon den größten Teil ausgeschaltet. Sehr schön. Also, ja, wir werden da schon größtenteils bald aufgeräumt haben. Denke ich mal. Wir machen gleich nochmal Atombomben-Action hier. Einheit verloren. Ja, ja. So, die lassen wir nämlich gar nicht erstmal wieder aufbauen. Groß. Sondern schlagen die wieder direkt zurück. Warnung! Atomrakete abgefeuert. Das einigermaßen zumindest. Was haben wir hier noch? Das ist ein Palast. Infernalgeschütze nehmen wir noch mit. Und dann hat sich die Sache eigentlich erledigt, ja. So. Drei hier. Hier, hier. Hier, hier. Und schon haben wir hier eine schöne, schöne Armee. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Jetzt los hier. Wow! Einheit verloren. Oh. Einheit verloren. Meine Fresse, ist das eine scheiß Steuerung hier gerade.
Und dann können wir auch bald schon vorrücken, würde ich sagen. Denn da sollte jetzt nicht mehr viel kommen von denen. Ihr seid jetzt Steuerung 2. Während ihr Steuerung 1 werdet. Das andere Problem ist jedoch die Verteidigung. Wir müssen auf jeden Fall nochmal was in Verteidigung investieren. Einheit verloren. So, das heißt, du müsstest mir hier nochmal Atomreaktoren hinstellen. Und dann können wir hier weiter vorrücken. Der Rest sein von den Gesocks. Die Mission neigt sich dem Ende, meine Freunde. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, Sir. Los, Inferno-Geschütze, lass mal das Inferno runterregnen da. Die Einheiten. Jetzt, bitte. Hallo. Danke. Ja, dann lassen wir noch Benzin bearbeiten. Einheit verloren. Warum haben wir die jetzt alle hier zusammen? Wann geht's los? Drei? Waren das nicht mal vier? Egal. Einheit verloren. Einheit verloren. Ich muss auf nach. Alles blinkt, alles ist bereit, unsere Superwaffen und so weiter und so fort, aber wir können uns jetzt eh nicht mehr so viel. Einheit verloren. Wie nervig, Mann. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Warnung, Atomrakete abgefeuert. Einheit verloren. Einheit verloren. Roger.
Zeit verloren. Fuck. Einheit verloren. Idioten! Einheit verloren. Was ist denn hier jetzt noch los? Ach so, wir brauchen auch nicht drauf schießen, weil wir sind dumme. So. Ach, diese blöden Sprengfallen und dann sehe ich die und dann fahren die trotzdem rein, weil die einfach nur dumm sind. Na egal. Strafe haben sie ja bekommen, sie sind tot. Dafür ist die Mission trotzdem gleich vorbei, ja. Ich glaube nicht, dass sich die IDG oder sonst ihre Helfer oder wer auch immer, die Chinesen oder wer hier auch immer noch alles mitspielt, da noch was gegen tun können. Davon können sie sich nicht mehr erholen. Auch hier mit dem letzten Verzweiflungsangriff nicht mehr. Die IBG ist im Untergang geweiht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Jawohl, sie geben auf. Einsatzziel erreicht. Sie haben gewonnen. Anstrengend. Wir haben es geschafft. Hey. Kampagne beenden. Da drücke ich gleich drauf in der Hoffnung, dass es noch ein cooles Video gibt. Denn wir haben jetzt alle Kampagne durchgespielt und somit auch dieses Spiel geschafft. Ja. Erst einmal wieder herzliches Dank an alle, die mich bis hierhin unterstützt haben und regelmäßig geschaut haben, sich alle Folgen angetan haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Gebt immer noch mal Feedback am Ende der Kampagne oder am Ende des Projektes, sag ich mal. Lasst ruhig gerne ein bisschen Feedback da, ich würde mich freuen. Und ansonsten kann es durchaus möglich sein, dass ich demnächst beginne, die Kampagne des Zusatzes, des Add-ons zu spielen. Und zwar Command & Conquer Generäle Stunde 0. Diejenigen, die das Battle schauen, wissen ja, dass wir das auch schon im Battle immer spielen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich da auch nochmal die Kampagnen dann mir antue und euch da auch mitnehme. Schauen wir mal. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei Command & Conquer Generäle. Die Kampagne durchzuspielen war nochmal so eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit, ja. Sehr nostalgisch, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ansonsten beenden wir mal die Kampagne. Und das war's. Alles klar, dann bedanke ich mich wie gesagt recht herzlich, wünsche euch noch einen angenehmen restlichen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.